Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt das Energiewerk an, Version 1.2. Das Ganze kommt vom Modder Sweetie 3, also 003. Gibt es nur für PC/Mac, findet ihr einmal im Baumenü unter Produktionen und Fabriken. Ihr braucht das Reaver Production Script da hier mit dazu, ne? Ist aber einfach im Mod-Hub erhältlich, sprich einfach nochmal drunter laden, Mod-Hub den Rest machen lassen und Spaß haben. Nun, hier haben wir das gute Stück Energiewerk, heißt das Ganze. Ne, Energiewerk, Energiefabrik, je nachdem, wie man es nennen will, kostet Quanta 10.000 Euro unter Anschaffung. Unterhaltskosten sind mir keine bekannt, stehen auch hier dementsprechend nicht da. Ja, steht hier schon in der Beschreibung drin: Rohstoffe, Raps, Sonnenblumen, Zuckerrüben, Schnitzel, Silage, Gülle, Mist, Diesel, Produktdiesel, Strom, Methan. Es ist im Endeffekt so eine Art, naja, Mini-BGA, aber weniger wie eine BGA, also es ist weniger wie eine BGA, ein bisschen erweitert im Endeffekt. Ne? Es ist deutlich kompakter, wie ihr hier einmal seht, ne, wenn wir uns das Ganze ja texturtechnisch mal anschauen. Wir haben auf jeden Fall hier erstmal überall Kollision, das ist sehr schön. Wir haben ja diese ganzen Bunker, wie ich es immer so schön nenne. Wir haben hier einmal einen Trigger zum Abkippen, einmal Produktionstrigger selber hier mit dazu, ne? Sweetie Modding hier. Dann haben wir hier einmal so eine E-Ladesäule als Ding, wo wir dann dementsprechend hier auch den Strom mit haben. Wir haben hier den Auswurf für Methan und wir haben hier einmal den Auswurf für Diesel. Denn wir können Diesel oder Treibstoff in dem Falle hier herstellen. Und den können wir dann direkt dementsprechend hier tanken. Das ist also, naja, so klein, so süß, so kompakt. Läuft ja auch hier mit Solar mit dazu, dass man das so auf dem Hof hinstellen könnte. So ein mittelgroßer Hof oder auf einem großen Hof, da fällt das gar nicht so auf. Und da habt ihr hier so eine kleine Hofproduktion mit allem, was so relativ nützlich ist für eure Fahrzeuge. Deswegen, und oder Geld verdienen, je nachdem. Ne? Aber von daher, schöne Sache. Ja, ansonsten ist es texturtechnisch hier gesehen erstmal sauber, um das abzukürzen. Ne? Gibt es nichts dagegen zu sagen. Lübt die soweit. Gucken wir uns kurz die Funktion an. Da gehen wir hier einmal rein. Ihr seht, wir haben drei Produktionslinien. Diesel, elektrische Ladung und Methan. Als Input, wie gerade schon vorgelesen, Sonnenblumen, Diesel, Zuckerrüben, Schnitzel, Silage, Gülle und Mist. Der Input ist immer gedeckelt auf 10.000 Liter. Der Output hier, Diesel 1.000 Liter, elektrische Ladung 1.000 Kilowattstunden und Methan 1.000 Kilogramm. Da auch die richtigen Einheiten im Endeffekt dahinter oder die realistischen Einheiten. Das ist sehr, sehr nice gemacht. Wenn wir uns die Rezepte angucken, Diesel, entweder 2000 Raps oder 2000 Sonnenblumen rein sind 100 Benzin, ne? Oder Diesel in dem Falle mit dazu. Zyklen 24, Produktionskosten 240. Elektrische Ladung, das gleiche in grün, 24, 240. Da gibt es dann die Möglichkeit, entweder 2000 Zuckerrüben Schnitzel oder 2000 Silage oder 2000 Gülle oder 2000 Mist sind 50 Methan. Und, also, das ist jetzt bei Methan, nicht elektrische Ladung. Und jetzt gucken wir uns die elektrische Ladung an. Da sind wir aber auch bei 240 und 240 in dem Fall. Ne, hier sind es 24, hier sind es 240, hier sind es auch 24, also hier ein bisschen höher. Und da haben wir ein Diesel, ist 50 elektrische Ladung in dem Fall mit dazu. Ihr habt also im Endeffekt die Qual der Wahl. Entweder ihr tankt den Diesel hier rein oder hier raus in dem Falle, ne? Oder ihr benutzt den intern weiter und produziert damit dementsprechend Strom. Ne? Was ihr dann für eure E-Fahrzeuge halt nutzen könnt, ne? E-Traktoren, E-Autos, je nachdem, was ihr bei euch im Spiel drin habt. Oder ihr scherbelt die Energie einfach weiter. Weil ihr könnt logischerweise hier auch wieder einstellen, was soll gemacht werden. Soll es verkauft werden, soll es verteilt werden oder soll es eingelagert werden. Ne? So war halt so klassisch, so schön. So, kurz als Demonstration. Ich habe jetzt hier einfach dementsprechend mal Rapsen mit drin, 59.000 Liter. Das passt natürlich nicht mal im Ansatz alles rein. Wir wissen ja, bei 10.000 ist es gedeckelt. Hier ein bisschen aufpassen. Ihr seht nämlich auch, das ist alles so im kleineren Rahmen hier gehalten. Da wirkt schon der LKW als monströses Monster hier. Aber wir hauen jetzt hier die 10.000 Liter rein. Seht ihr, passt exakt soweit auch. Und dann können wir jetzt einmal hier sehen, dass hier der Raps mit drin ist. Ich schalte die Dieselproduktion in dem Falle hier mit ein. Koppel hier den ganzen Spaß mal kurzerhand ab. Fahren wir hier rüber. Da zeige ich euch das nämlich gleich. Aber erstmal gucken wir uns das Ganze hier an. Ihr seht, der Raps ist drin. Ich lasse jetzt die Produktionsgeschwindigkeit hier ein bisschen nach oben laufen. Ihr seht, Diesel wird jetzt in dem Falle hier wunderschön produziert. Das geht alles recht gemächlich ab. Ne, ihr seht, wir haben jetzt 2000 Liter hier raus, haben ungefähr 100 Liter Diesel mit drin. Also so, wie es dementsprechend auch sein soll. Ne, steht ja da 2000 und 100.
100. Ne? Also so läuft das Ganze dann natürlich. Es gibt effizientere Produktion oder Wege, an einem Diesel ranzukommen, ist klar. Aber hier funktioniert es so, wie es ist. Ihr könnt es gegebenenfalls ja auch umstellen, ne, wenn ihr von der XML Ahnung habt. Ne? Aber vom Motor ist es halt her so vorgesehen, sodass wir dann hier, wenn wir das Ganze hier kurz laufen lassen und laufen lassen und laufen lassen, dann hier aus den 10.000 Litern Diesel dann Pi mal Daumen 500, müssen das 500 sein? Das wären 500, ne? 500 Liter, genau. Beziehungsweise hier bricht er jetzt kurzerhand ab. 499,99, ne? Ein Liter haben sie uns geklaut, aber das ist nicht so schlimm. Ne? Und da haben wir dann jetzt die 500 Liter Diesel. Und dann kann ich jetzt hier an die Tankstelle ranfahren und dann müsste es rein theoretisch, also ich kann es jetzt theoretisch in den Trailer packen, wenn ich das denn wollen würde. Oder ich mache mal kurz hier den Diesel leer. Dann drücke ich hier einmal R, Fahrzeug betanken, sagt er. Gucken, ob das geht, wie eine Art Tankstelle. Oder ob wir es erst rausnehmen müssen. Kann sein, dass ich gerade nicht richtig gut draufstehe. Stehe aber eigentlich ganz gut im Triggerbereich da. Nee, wie eine Tankstelle. Auch wenn es aussieht wie eine Tankstelle. Funktioniert nicht. Nee, schade. Können wir vielleicht noch einfügen. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel das unterscheidet. Aber, ne, weil wenn ich an der Tankstelle nochmal dran fahre, habe ich ja unten nochmal einen Tanktrigger, aber hier funktioniert es leider nicht. Also das müsst ihr vorher dann nochmal umfüllen, ne, beziehungsweise halt rausnehmen und dann könnt ihr es theoretisch benutzen oder halt weiter in die Produktion, wenn ihr welche habt, die Diesel benötigen, halt mit reinschmeißen. Ne. Oder ihr verwendet es jetzt halt weiter. Ne? Und sagt dann halt, jo, ich hätte daraus gerne Energie und verkauft dann die Energie, also über Automatikverkauf etc. etc. Könnt ihr ja dementsprechend handhaben wie ein Dachdecker. So oder so, aber eine schöne Konstruktion, gefällt mir. Klein, platzsparend, ne? Und why not? Gab es in dem Falle, also habe ich so auf jeden Fall unernett gesehen. Ist mal auch mal wieder was Neues. Schöne Sache. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Wir reden hier ungefähr von 7,5 MB. Könnt ihr also auch nichts falsch machen. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.